Hallo Leute, willkommen bei Hardware Deals. Wie ihr sehen könnt, Tobi und ich sind mal wieder vor der Kamera. Das bedeutet nichts Gutes oder auch nur Gutes. Denn, es tut mir leid, Professor, Kollege. Wie ihr sehen könnt, unser Experimenten-Rig steht hier wieder vor uns. Denn wir haben heute wieder etwas sehr, sehr Interessantes vor, was sehr, sehr wichtig ist für die Wissenschaft. So ein bisschen haben wir das Ganze auch im letzten Video angeteasert und heute ist es soweit. Dieses Video wird unterstützt durch Be Quiet und die neuen PurePower 12M-Netzteile mit bis zu 1000 Watt Leistung. Die neuen Modelle sind perfekt für leise Gaming-PCs mit den neuesten Komponenten geeignet. Dank ATX 3.0 und dem neuen PCI Express 5.0 Grafikkartenanschluss wird die Verkabelung zum Kinderspiel ganz ohne nervige Adapter. Für ältere Modelle sind aber natürlich auch die bekannten 6 plus 2 Pin Stecker dabei. Das M im Namen steht natürlich für modular und daher sind alle Kabel abnehmbar, um Kabelsalat zu vermeiden. Auf der technischen Seite gibt es einen super leisen 120mm Lüfter, eine 80 plus Gold Zertifizierung, zwei starke 12 Volt Leitungen und dank DC-DC, LLC und SR ist alles auf dem höchsten Niveau für maximale Signalstabilität und erstklassige Spannungsregulierung. Zum Schutz der wertvollen Komponenten in eurem PC habt ihr natürlich alle erdenklichen Schutzschaltungen und obendrauf bekommt ihr auch noch ganze 10 Jahre Herstellergarantie. Mehr Infos zu den neuen Be Quiet PurePower 12M Netzteilen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und heute wollen wir nicht wieder Wärmeleitpasten testen, sondern wir schauen uns heute mal an, wie gut kühlen verschiedene Flüssigkeiten. Darum haben wir hier auch diese externe Wasserkühlung, da können wir einfach die Flüssigkeiten einfacher austauschen. Hier befüllen wir den Tank mit verschiedenen Sachen. Ich hoffe, dass es nicht so endet wie mit der Sucuk-Wurst. Das hat zwar lecker gerochen, aber war dann im Endeffekt nicht besonders effektiv in dem, was es hätte tun sollen. Aber vielleicht können wir auch noch ganz kurz erwähnen, dass wir auch hier diesmal verschiedene Kategorien haben, wo wir das Ganze bewerten. Genau, also natürlich werden hier wieder die Temperaturen gemessen. Wir machen wie beim letzten Mal auf unserem Testsystem hier mit Prime 95. Den lassen wir den 10 Minuten laufen. Schauen uns die Temperaturen an. Dafür haben wir uns hier in unserem klimatisierten Raum zusammengefunden. Wir haben hier eine durchgehende Raumtemperatur von 21 Grad, damit wir auch hier aussagen, kräftige Ergebnisse bekommen. Dann schauen wir nicht nur auf die Temperaturen, sondern auch auf den Look der Flüssigkeit, weil es soll ja auch cool aussehen. Die Konsistenz, wie flüssig ist wirklich, was wir da einfüllen, weil es gibt ja Flüssigkeiten, die sind flüssiger, andere sind nicht so flüssig. Und die Nutzerfreundlichkeit, also wie gut bekommen wir nachher die ganze Brühe da wieder raus. Ja, das wird auch interessant, weil das ist ja auch eine wichtige Angelegenheit, ne? Wenn man mal die Flüssigkeit wechseln möchte, ob man dann noch irgendwie nachspülen muss oder nicht. Das ist eine wichtige Sache. Gut, was haben wir denn jetzt hier drin, lieber Co-Professor? Also jetzt haben wir gerade ganz handelsübliches destilliertes Wasser. Das kann man auch wunderbar nehmen, um eine CPU zu kühlen. Da schauen wir jetzt gleich mal rein im Prime 95. Also wir ermitteln jetzt quasi wieder unseren Referenzwert mit dem destillierten Wasser. Schauen, was nach 10 Minuten rauskommt und tragen das hier ein. Bevor wir aber loslegen und unseren Referenzwert ermitteln, gehen wir jetzt noch einkaufen und holen uns ein paar Sachen, damit wir hier eine schöne Auswahl haben. Vielleicht können wir auch für uns privat noch was mitnehmen. Bier brauchen wir. Natürlich auf Anlehnung an den damaligen Oettinger PC nehmen wir hier auch einen Oettinger Pils. Zwei Flaschen, für mich noch eins. Wodka. Das reicht doch mit Alkohol. Nee, Wodka brauchen wir schon noch. Ich habe das Gefühl, es wird nicht für das Video, sondern für irgendeine private Feier von mir. Nee, nee. Was brauchen wir da denn noch? Eira. Eira. Gibt's das hier? Schon, oder? Die gucken hier schon teilweise alle kritisch, wenn man hier so mit der Kamera rumläuft. Eiran, welcher ist der beste? Hier einfach den günstigsten, oder? Okay. Der hier. Eins, da brauchen wir schon einiges. Zwei. Drei. Wie viel passt da rein? Was meinst du? Das sind jetzt 2 Liter Eiran. Okay, dann haben wir Wodka, Bier, Eiran. Wir könnten natürlich auch Tee kochen und Tee reintun. Heißen Tee einfach. Vielleicht, man sagt doch, Chai kühlt im Sommer. So ein Autokühlmittel. Gibt es das hier?
Nee, gell? Ich hab sowas, glaube ich, sogar noch. Echt? So einen Frostschutz habe ich noch im Auto. Perfekt. So, dann sind wir jetzt hier fertig mit den Sachen. Wir bezahlen die jetzt und dann sehen wir uns gleich im Studio wieder. So, genug Shopping. Ihr habt ja gesehen, was wir uns alles besorgt haben. Ich bin echt gespannt, wie die Sachen performen werden. Vor allem der Ayran. Vor allem der Ayran, ja. Da bin ich echt gespannt, was das für eine Note bekommt hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit. Und ich hoffe, dass der Ayran nicht die Sucuk-Wurst macht. Sucuk, a.k.a. CPU-Killer. So, dann haben wir hier natürlich unsere Temperaturen in HW-Info, die hier angezeigt werden. Und wir werden ein Prime 95 Benchmark laufen lassen. Wir haben auch bei dem Test hier wieder die PTT BIOS auf 100 Watt limitiert. Hm. Also, dass er durchgehend die 100 Watt zieht, damit wir immer ein gleichbleibendes Ergebnis haben und dass es da keine Schwankungen in der Leistungsaufnahme gibt. Genau. Und so können wir dann eigentlich den optimalen Wert ermitteln. Richtig. Und wir fangen auch gleich an mit dem Benchmark. Wir resetten natürlich hier die Zeit, damit wir hier auf unsere 10 Minuten kommen. Und danach schauen wir uns die Temperaturen an, die Durchschnittstemperatur und die Maximaltemperatur. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Ergebnis. Die 10 Minuten sind rum und wir haben einen Durchschnittswert von 73,2 und maximal haben wir 77,4 Grad erreicht. Also ziemlich zufriedenstellend. Solide. Ja. Jetzt haben wir uns das aufgeschrieben, nachher für unsere Auswertung. Jetzt müssen wir natürlich auch den Rest noch auswerten. Look, Konsistenz und Nutzerfreundlichkeit. Ich glaube, wir können direkt mit dem Look mal anfangen. Nichts Besonderes. Auch hier würde ich bei unserem Referenzprodukt von den Standardwerten aus gehen, oder? Was meinen Sie? Eine 3, ja. Eine 3. Konsistenz? Flüssig, geht gut durch, kühlt gut. Das wäre eigentlich eine 1. Also besser geht es ja gar nicht. Eigentlich haben wir hier die bestmögliche Konsistenz, die man erreichen kann. Richtig. Und ich denke, bei der Nutzerfreundlichkeit sollte es eigentlich auch eine 1 sein, weil das wird einfach ablaufen ohne Rückstände. Richtig. Okay, perfekt. Wow. Wird schwer zu toppen, denke ich. Ja, bei der außer Konkurrenz. Beim Look halt, ne? Beim Look, ja. Und das ist vielleicht sogar der entscheidende Punkt. Okay. Das heißt, dann können wir jetzt die Flüssigkeit ablassen, die neue Flüssigkeit einfüllen. Ich würde sagen, wir machen dann direkt weiter mit dem Wodka, oder? Liebe Kinder, Finger weg vom Alkohol. Ja. Wir trinken kein Alkohol. Das hier ist nur zu experimentellen Zwecken hier gedacht. Genau. Don't drink and play computer. Yes. Wir haben den PC jetzt ausgemacht, wie man hier sehen kann. Die Pumpe läuft trotzdem weiter. Die hat nämlich einen externen Stromanschluss. Wir drehen auch nicht hier an diesen Reglern, weil hier kann man die Pumpe ein- und ausschalten und die Geschwindigkeit der Pumpe regulieren. Und hier kann man die Geschwindigkeit der Lüfter regulieren. Wir haben die jetzt so eingestellt, dass es für uns passt, von der Lautstärke her und von der Kühlleistung. Darum schalten wir jetzt einfach über den Kippschalter hier hinten an der Steckdose aus, haben es dadurch dann einfacher. Zack, und aus ist die Pumpe? Aus die Maus. Dann werde ich jetzt hier den Hahn öffnen. Eieiei, ich halte das mal fest. Ich habe ihn nur in die falsche Richtung gedreht. Oh ja. So. Da das ja auch der niedrigste Punkt ist, sollte da auch wirklich alles aus den Radiatoren und Behältern im besten Falle eigentlich auslaufen. Eigentlich. Eigentlich, aber wie man sieht, tut es eventuell auch nicht. Ist halt doch nicht der niedrigste Punkt, das ist deswegen. Vielleicht aber muss man da oben reinpusten. Sollen wir das wirklich machen, da reinpusten? Denkt ihr einfach, das wäre eine Shisha. Wobei, da darf man auch nicht reinpusten. Ne? Wo ist denn noch was? Da, in den Behälter. Ach so, ja, das können wir einfach, indem wir es einmal komplett rumkippen, dass es hier rauskommt. Können wir das Ding da nicht ausbauen hier mit der Schraube, sodass wir das einfach so umkippen können? Später. Wir haben es rausbekommen, dann können wir jetzt schon den Wodka einfüllen. Da haben wir hier unseren Trichter. Rauf der Kolbe Neiderzinge. Da blubbert es aber ganz heftig. Ich glaube, da fehlt ein einfach der Luft, dass da irgendwie... Stopp. Anschalten. Gib ihm. Ich muss das mit dieser Spritzflasche hier machen. Oder wir tun hier einen Strohhalm rein, sodass da Luft zirkulieren kann. Okay. Wunderbar. Riecht die mir gar nicht nach Wodka. Ja, doch. Kaum ein Unterschied zu dem destillierten Wasser. Absolut nicht. Da wissen wir auf jeden Fall schon mal, was wir bei Look für eine Benotung geben. Jetzt lassen wir es kurz laufen, dass die Luft rausgeht. Und dann können wir direkt schon unseren Prime 95 starten. Jawohl. Sieht doch langsam gut aus. Ja. Also wir haben jetzt ein bisschen gewartet, bis die Luft hier rauskommt. Mhm. Und dann können wir jetzt schon unseren Prime 95 starten. Können wir direkt schon loslegen, oder? Vollgas. Mal hier zurücksetzen. Und es sieht echt, also jetzt auf den ersten Blick schon mal, gar nicht so schlecht aus, oder? Ja. Wodka,
Ähnlich wie destilliertes Wasser. Parallelen sind da zu erkennen. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal 10 Minuten durchlaufen. Dann werden wir sehen, ob sich da noch irgendwas an den Temperaturen ändert. Mhm. Und dann ziehen wir unser Fazit bezüglich Wodka. Wodka, ja. Also, Mo, der Wodka-Test nähert sich dem Ende zu. Wir haben es jetzt geschafft und 75,1 war Durchschnitt, aber Max war 79,1, ne? Ja. Genau. Bei Max-Temperatur und bei Durchschnitt sind wir circa 2 Grad höher. Mhm. Aber wir sind höher. Das heißt, die Benotung später bei der Beurteilung wird natürlich schlechter ausfallen. Die Frage ist, wie sich jetzt Wodka gegenüber den anderen verhält in Bezug zur Temperatur. Mhm. Was wir jetzt natürlich noch bewerten müssen, das haben wir vorhin, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen, die anderen Kategorien Look. Und da haben wir ja gesagt, also gibt es ja keinen Unterschied zu destilliertem Wasser. Ja. Deswegen bleiben wir hier auch bei der 3, oder? Mhm. Was ich da interessant fände, weil das kühlt ja jetzt echt gut, wie das so auf längere Zeit funktionieren würde. Also wenn man das wirklich in PC reinmacht. Wodka, der wird ja nicht schlecht. Vielleicht hätte man sogar weniger Algenbildung. Weil das noch reinigt. Ja. Aber ich würde vielleicht trotzdem bei mir zu Hause mal in einen Loop mal für ein paar Monate mal ein bisschen Wodka. Aber das wahrscheinlich auch nur, damit du einen geheimen Notfall Vorrat für hast. Schlechte Zeiten. Ja. Ja. Bei der Konsistenz auch hier gleich auf, würde ich sagen. Was sagst genau du? Genau gleich. Ja. Und wir haben es ja. War beim Befüllen haben wir es ja gesehen, das war ja genauso einfach wie destilliertes Wasser. Wobei es war mit der Flasche irgendwie nicht so einfach zu befüllen. Deswegen bist du ja nachher auf die Spritzflasche umgestiegen. Genau. Ja. Weil ich musste es ja auch in die Flasche einfüllen. Das war auch mit dieser Wodkaflasche irgendwie nicht so einfach. Also destilliertes Wasser hat hier eine glatte 1 von uns bekommen. Mhm. In dem Fall würde ich sagen, dass die Wodka... Eine 2, okay. Ja. Ja, dann hätte ich gesagt, Wodka ist auch durch. Jetzt würde ich sagen, kommt das nächste und das ist, glaube ich, auch dein Favorit, ne? Das hatte ich tatsächlich noch im Kofferraum liegen, weil mir das mal leer gegangen ist. Kühlerfrostschutz. G13 fürs Auto. Das ist eine neuartige Kühlflüssigkeit. Hergestellt aus, kann ich nicht aussprechen. Okay, versuch's mal. Monoethylenglycol. Das habe ich mal gehört. Ja, bei Breaking Bad, glaube ich. Antifreeze. Bis zu minus 40 Grad. Jetzt werden wir aber erstmal dich beobachten, wie das Ganze mit dem Entlernen läuft. Stimmt, ja. So, erstmal Pumpe ausschalten. Dann holen wir hier unseren Eimer wieder und öffnen den Hahn. Da ist nichts mehr drin, oder? Ja, ich glaube, das ist jetzt leer. Bitteschön. Aber da kannst du doch den Trichter verwenden. Sag Stopp. Stopp. Sieht irgendwie ähnlich aus wie die Flüssigkeit, die ich in den Dual-Loop-PC eingefüllt habe. Aber keine Angst, das ist wirklich hier dieser Frostschutz vom Auto. Wir starten die Pumpe einmal. Sieht irgendwie aus wie so Traubensaft. Tee wäre auch interessant, ne? Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wir noch so für Kühlflüssigkeiten ausprobieren sollen. Vielleicht habt ihr ja ganz verrückte Ideen. Ich habe gedacht, es wird viel, viel mehr schäumen. Das tut es aber gar nicht. Mhm. Ja gut, ich meine, das ist ja eigentlich im Motor von einem Auto, oder? Da sollte es halt, glaube ich, auch nicht schäumen. Aber ich bin jetzt auch kein Mechatroniker, der sich mit Kfz auskennt. Müssen wir JP fragen. Stimmt, ja. Markiert mal alle JP Performance. Bitte sag, was das diese Flüssigkeit macht. Genau. Ja, wir warten jetzt noch kurz, bis sich das beruhigt hat von der Luft hier drin. Und dann sehen wir uns im Prime 95. Das wäre sehr, sehr erotisch. So, also wir haben das jetzt eine Weile laufen lassen. Windows haben wir auch schon gestartet. Und jetzt fangen wir mit dem Benchmark an. Prime 95 starten wir einmal. Und HW-Info setzen wir einmal den Timer zurück, damit wir, wie gesagt, das alles richtig tracken können. Ja. Wie gesagt, im Hinterkopf behalten, das ist eine Kühlflüssigkeit für ein Auto. Also die Erwartungen sind schon etwas hoch. Ne? Warten wir mal ab. Bis gleich. So, Tobi, der Test ist durch. 10 Minuten sind rum. Wir haben hier eine maximale Temperatur von 79 Grad und durchschnittlich 75,5 Grad. Wir sehen hier, zumindest bei der durchschnittlichen Temperatur von 75,5 Grad, das schlechter performt hat als Wodka. Also der Frostschutz ordnet sich jetzt auf dem dritten Platz ein. Aber wir haben ja noch die Punkte für Look. Mhm. Und da muss man sagen, das sieht schon am coolsten aus. Da würde ich, also ich persönlich würde sagen, das hat auf jeden Fall die 2 verdient. Eine 2, ja. Ja. Wenn das noch ein bisschen knackiger wäre, dann hätte ich gesagt, könnte man hier auch eine 1 vergeben, aber leider heute nicht. Konsistenz, während du das befüllt hast, habe ich keinen großen Unterschied gemerkt zu destilliertem Wasser oder Wodka. War wasserähnlich. Das heißt, auch hier hat das die Bestnote 1, ja. Weil besser geht es ja nicht. Genau. Genau. Nutzerfreundlichkeit, da werden wir das
auch nochmal gleich genauer sehen. Jetzt mal vorweggegriffen, würden wir mal schätzen, dass es sich auch nicht großartig unterscheidet, weil wie gesagt, Konsistenz ist ja wie Wasser. Das Einzige wird wahrscheinlich sein, dass da der ein oder andere Tropfen noch drin ist, der eben noch die Farbe enthält, ne? Genau. Das könnte. Und sonst die Befüllung von der Spritzflasche war eigentlich ganz gut, weil wir hier eine große Öffnung haben, genauso wie beim destillierten Wasser. Lassen wir den ganzen Frostschutz wieder ab und schauen mal, ob die Farbe wieder rauskommt oder nicht. So, den Hahn einmal aufdrehen. Ich mache das mal ganz kurz für dich. Das setzt sich hier schon teilweise drin ab. Wir spülen das jetzt mit destilliertem Wasser einfach durch. Wäre schön gewesen, wenn das einfach alles rausgekommen wäre, wenn man den Hahn aufmacht. Aber so, alles entleert. Nutzerfreundlichkeit, wir mussten nachspülen. War nicht so der Hit, fand ich. Also nochmal ein bisschen schlechter als beim Wodka? Ich würde sogar eine 4 geben. Eine 4? Okay, ausreichendes 4. Ja. Also es geht noch, aber so ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Okay, so. Dann gut, dann machen wir weiter mit Bier. Endlich. Dafür haben wir hier so ein schönes Oettinger Pilz. Ich meine, das ist ja jetzt keine Premiere mit dem Bier. Ihr habt es ja schon mal gesehen bei Manu, als er den PC mit der Bierkühlung gebaut hat. Wir probieren es jetzt einfach nochmal aus, was passiert, wenn wir Bier hier reinmachen. Im direkten Vergleich mit ein paar Konkurrenten. Mal schauen, wie Bier performt. Das Bier wird befüllt. Falls ihr euch wundert, warum es jetzt nicht ganz so stark schäumt, wie man es von Bier eigentlich kennt. Ich habe die Flasche schon mal ein bisschen aufgemacht vorher, damit die Kohlensäure rausgeht, weil sonst wäre hier die Gefahr sehr groß, dass die Pumpe kaputt geht, weil wenn wir hier Schaum drin haben, dann zieht ihr Luft die ganze Zeit und dann geht die Pumpe kaputt. Dann könnten wir unser ganzes System hier vergessen und unsere Tests nicht weitermachen. Ne? Sieht irgendwie lecker aus, oder? Ja, aber es scheint. Also es ist gut, dass wir so ein langes Rohr hier haben und nicht nur so eine kleine Öffnung. Sieht irgendwie echt erfrischend aus, wie das hier drin. Wie aus so einer Werbung, ne? Ja. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier entzündet unser Experimenten-Rick hier gerade den Biertornado. Gut, also befüllt haben wir es. Starten wir den PC und lassen es eine Weile laufen. Okay, also wir sind, denke ich, soweit. Wir können unseren Test starten. Prime 95 wurde gestartet und wir setzen unseren Timer zurück und beobachten das Ganze mal. Die entscheidende Frage ist natürlich auch hier, wie verhält es sich nach 10 Minuten? Was kriegen wir da für Zahlen raus? So, 10 Minuten sind rum. Unser Bier hat folgendermaßen performt und zwar haben wir hier eine maximale Temperatur von 76,5 Grad erreicht. Fast 1 Grad weniger als beim destillierten Wasser. Das ist schon krass. Neuer Topwert, ja. Neuer Topwert, was Max-Wert angeht. Beim Durchschnitt sind wir hier bei 73,8 Grad. Das ist ungefähr so 0,6 Grad schlechter als beim destillierten Wasser. Aber man kann so im Groben sagen, gar nicht mal schlecht, gar nicht mal schlecht, was das Bier hier so abliefert. Also hatte der Bier-PC von Manu damals schon seine Daseinsberechtigung. Mhm. Okay. Ja, vom Look her sieht halt aus, als hätte jemand da reingepinkelt. Ich denke, wenn man nicht gerade einen Schwarz-Gold-System hat. Stimmt, ja. Da würde es vielleicht sogar irgendwie cool aussehen, finde ich, ne? Wenn es so ein schwarz-goldenes Thema hätte. Hier in dem Ausgleichsbehälter mit dem Bier-Look hat halt schon auch irgendwie was Besonderes, oder? Wenn du mich fragst, würde ich dem, was Look angeht, tatsächlich eine 4 geben, aber ich weiß nicht, was du. Eine 4? Ja. Es ist, nicht, es ist echt nicht so mein Ding. Ich hätte 2,5, aber ich mag halt auch Bier. Ich halt nicht, das ist das Problem. Dann müssen wir uns einigen und eine 3 vergeben. Ich denke, wir einigen uns und geben dem eine 4. Nee. Okay, gut, machen wir eine 3. So, Konsistenz. Bisschen schlechter. Weil wir halt die starke Kohlensäure da drin haben. Das wirkt sich jetzt einmal auf die Konsistenz und auf die Nutzerfreundlichkeit aus. Du musst das Ding ja vorher öffnen, dann musst du es erstmal in einem Glas lagern, damit die Kohlensäure erstmal so ein bisschen entweichen kann. Aber auch die Konsistenz, auch dass das aufschäumt und so, all das. Schon schwierig, also da würde ich vielleicht tatsächlich eine 4 geben. Ja. Wäre ich d'accord mit. Ja, genau. Also Nutzerfreundlichkeit werden wir jetzt gleich sehen. Ich denke, es wird sich ähnlich wie der Frostschutz mit einer 4 auch einordnen, weil auch, eben das ganze Prozedere, was man davor alles machen muss, ist jetzt nicht so der Hit. Ich finde auch nicht, dass man jetzt großartig darüber philosophieren müsste. Es ist halt einfach Müll. Richtig. Ja. So, deswegen eine 4. Tobi geht, er ist beleidigt. Das muss ich mir nicht länger mit anhören. Jetzt wird das Bier gezapft.
Boah, der Oettinger hat schon einen Duft. Das ist halt der Geruch von Oettinger, ja. Ach, Bier. Ist es so? Ist Oettinger bekannt für seinen Geruch? Nein, oder? Das ist einfach nur Biergeruch. Nutzerfreundlichkeit bleibt aber bei der 4. Bleibt die 4, ja. Weil da hat sich ja jetzt großartig nichts Überraschendes getan. Jetzt bleibt... Nur noch eins, wir holen den Ayran. Und das ist genau mein Ding. Heißt es der Ayran oder das Ayran? Das. Wir haben hier 55% Joghurt. Was meinst du, kühlt es gut? Bei uns Türken ist das ja so ein Heilmittel. Mhm. Wenn du was hast, schmier Joghurt drauf. Sonnenbrand? Joghurt. Joghurt. Ist dein Bein gebrochen? Mach Joghurt. Joghurt. Ist dein Auge rausgefallen? Einfach Joghurt. Zahnschmerzen? Joghurt. Und kühlt dein PC nicht? Joghurt. Genau. Ich schmecke schon das salzige Getränk. Ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben einen Ayran getrunken. Dein Ernst? Ja, das habe ich mir immer gedacht. Wer trinkt sowas? Boah, jetzt lach mal. Fühlst du dich schon erfrischt? Gut, ich fülle jetzt den Ayran. Ich trinke so lange den Ayran. Schau mal, wie das hier in den Schläuchen aussieht. Mhm. Aber schäumt tatsächlich auch. Aber man sieht hier auch, kam gar nicht erst zur Bläschenbildung. Mhm. Läuft es überhaupt? Man sieht gar nicht, ob es läuft, aber... Ja, das ist ja... Doch. Man denkt, es läuft nicht, aber it runs. Because I run. Ich bin gerade echt überrascht, wie gut das hier... Da ist keine Luft, das ist eine kompakte Flüssigkeit mit hoher Dichtigkeit. Die Dichtigkeit ist sehr, sehr dicht. So, und die Temperaturen sind auch extrem krass, wie du hier sehen kannst. Wir haben 26 Grad. Ja, im Idle aber. Okay, wir warten jetzt trotzdem noch kurz, damit sich das Ganze irgendwie... akklimatisieren kann. Genau. Ich glaube, der Ayran hat sich zur Ruhe gesetzt, also beruhigt. Dann können wir den Prime 95... Können wir loslegen, oder? Losstarten. Also, legen wir los. Wir setzen einmal den Timer zurück und beobachten das Ganze. Gut, dann lassen wir den Ayran mal arbeiten, noch seine 10 Minuten. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Pumpe hier den Ayran noch zu Butter macht. Oder zu Sucuk. Oder zu Sucuk, ja. Gut, bis gleich. 10 Minuten sind rum und am Ende ist etwas sehr, sehr Interessantes passiert. Wie man hier am Graphen sehen kann, ist das hier kurz auf 69 Grad runter und dann ist es hier hochgesprungen. Eben so, dass wir eine Maximaltemperatur, Kerntemperatur von 86,6 Grad hatten auf einmal. Da hat sich die CPU wahrscheinlich einen Schluck Ayran gegönnt. Daneben sehen wir hier die Durchschnittstemperatur von 74,4. Dazu muss man sagen, die Durchschnittstemperatur, die ist jetzt nicht großartig schlecht oder sowas. Sehr, sehr interessant. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie so ein Stück Joghurt oder so da drin war. Kann sein, komisch. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es ist so, wie es ist. Der Look? Ausgezeichnet. Ich wüsste jetzt nicht, was man daran verbessern könnte. Ich mag das eh in so PCs auch diese... Matte, ne? Dieses matte Weiße. Hat man ja auch an dem PC gesehen, das du gebaut hast. Das war auch sehr schön. Und das würde ja sehr gut zu einem White-Bild passen, oder? Schon, ja. Also, nächster PC-Bild, White-Bild mit Ayran. Der Ayran-PC. Also dann hätten wir gesagt, Look eine 1. Ja. Konsistenz, war schon, also das hat man ja auch beim Befüllen gesehen, ne? Das ist schon dickflüssig, war, hat auch danach geschäumt. Ja, man sieht es auch hier noch, das macht hier immer noch Sachen. Jetzt nicht so die beste Konsistenz. Also es war jetzt nicht ganz so schlimm wie das Bier, weil es halt auch hier drin keine Luft macht. Ich würde eine 3 geben. 3, ja, okay. Nutzerfreundlichkeit. Ich glaube, da wird das nicht ganz gut abschneiden. Zwar war das Befüllen, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil es ja eben dichter war von der Konsistenz. Das heißt, es hat nicht so gespritzt oder so. Da könnte man eine gute Note geben, aber ich glaube nachher, also wenn wir es jetzt reinigen und den Ayran da wieder raus haben wollen, das wird eine Katastrophe. Dann machen wir doch so, geben wir diese Note erst, nachdem wir es mal ausgelassen haben. Ich habe Angst aufzudrehen. Da sieht man schon, das setzt sich hier überall ab. Boah, das wird eine Arbeit. Das wird eine Arbeit. Wir haben die erste Ladung geht so rausbekommen. Man sieht, es hat sich hier überall abgesetzt. Hier sind überall noch Spuren von Ayran enthalten. Wir spülen es jetzt durch mit destilliertem Wasser, bis wir da wieder sauberes, klares Wasser drin haben. Ja.
Das wird ganz hartnäckig nachher, wenn es eintrocknet. Ja, genau. Darum hätte ich gesagt, wir zählen einfach, wie oft wir es durchspülen müssen und dann können wir nachher die Bewertung machen. Nutzerfreundlichkeit, aber ich sehe da jetzt schon schwarz eigentlich. Ich auch, ehrlich gesagt. Genau. Gut, dann machen wir das mal richtig sauber und dann kommen wir dann zum Fazit am Ende. Also, was soll ich sagen? Man sieht es, ist immer noch leicht trüb hier. Ich habe es jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Mal oder so mit destilliertem Wasser schon durchgespült. Das dauert auf jeden Fall, bis wir das wieder sauber bekommen. Ich denke auch, ich werde hier die Schläuche abnehmen müssen, dann kann ich die besser durchspülen. Mo, in dir sieht es jetzt nämlich auch so aus, nachdem du es getrunken hast. Nutzerfreundlichkeit. Absolut. Ungenügend. Absolut ungenügend, ja. Also eine 6. Eine 6. Leider. Ich meine, ihr seht, das ist eine Riesensauerei jetzt, das hier wieder rauszubekommen. Ich hoffe, wir bekommen es wieder einigermaßen sauber. Jetzt haben wir natürlich alle unsere Noten. Wir werden jetzt hier auch eine Tabelle einblenden, damit ihr das nachverfolgen könnt. Bezüglich Temperaturen, damit wir natürlich alles in eine Einheit bringen, damit wir dann nachher eine Durchschnittsnote errechnen können, nehmen wir bei den Temperaturen die Durchschnittstemperatur und geben dann eine Schulnote, ja, vom schlechtesten zum besten, ne? Beste 1, schlechteste eine 6, beziehungsweise bis zu der Schulnote 5, weil wir hier nur 5 Produkte hatten. Rechnen dann jetzt gleich erstmal die Durchschnittsnote aus und dann sind wir auch gleich wieder da mit der Tabelle und dann gucken wir, wie sich so die einzelnen Produkte so unterschieden haben und wer gewonnen hat. Und jetzt haben wir natürlich die ganzen Durchschnittsnoten durchgerechnet. Ihr seht es jetzt gerade wahrscheinlich auch in der Tabelle. Aber zuerst fangen wir am besten mal mit dem niedrigsten an. Und da teilen sich 2 den letzten Platz. Die Letztplatzierten, beide mit einer Note von 3,25, Bier und Ayran. Ja, wer hätte das gedacht? Der vorletzte Platz ist Frostschutz, also für das, dass die Durchschnittstemperatur die schlechteste war, trotzdem immer noch vorletzter Platz, weil alles andere eben auch besser war. Dann kommt der Wodka, der hat doch auch eine gute Leistung abgegeben. Muss man sagen, ja. Platz 2 für Wodka mit einer Durchschnittsnote von 2,5. Und ja, wer hätte das gedacht? Das destillierte Wasser auf Platz 1 war ja auch unsere Referenz quasi, die wir genommen haben. Wir können vielleicht noch ein Diagramm einblenden, wo man nochmal die Temperaturen alle untereinander sieht. Ja. Dass ihr einen kleinen Überblick habt, was jetzt sich wie gut geschlagen hat. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Ideen, was man als nächstes so für Flüssigkeiten verwenden könnte? Weil es gab jetzt irgendwie, also von den Temperaturen keinen extremen Ausreißer oder so. Das stimmt, ja. Die waren eigentlich relativ gleich alle. Und ansonsten hoffen wir, dass das Video vielleicht doch ein bisschen informativ war oder ihr euch unterhalten gefühlt habt dadurch. Ich glaube, mehr unterhalten als informativ, weil ich weiß nicht, wer jetzt wirklich drauf kommt, irgendwie Ayran da reinzufüllen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß an der ganzen Sache. Vielleicht können wir denn bei unserem nächsten Versuch den Ablassmechanismus nochmal überarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe gestern noch von der Sucuk gegessen. Echt? Ich habe es in mein Brötchen gelegt. 3 Stück. Soll ich es mal anmachen? Jetzt kommt der Amazon und ich habe hier so einen Arztkittel und schwarze Handschuhe an. So Leute, während Tobi das Paket holt, eine kleine Werbepause. Kühler Frostschutz G13 bis minus 40 Grad.